Ja, ich nehme mich jetzt mal einfach aus dem Ranking raus, ne? Dann Seife, dann Helo, dann Lukas Frank und dann Moore. Oder Moore und Lukas Frank auf einer Stufe kommen, let's go. Lukas Frank und Moore auf einer Stufe? Ja. Krank, Ich okay. teile sie Platz 1. Ja, das wird auf jeden Fall gegen dich verwendet. Das war ziemlich dumm Ja. gerade. Hallo Stan, hast du gedacht, ich würde dich im Ernst verschonen? Alter, du bist so ein Fanboy, ich will sogar Flair bedrohen. Du Fanboy! Und hab ich deine Hand mal gehalten, wirst du sie nie wieder waschen, also alles beim Alten. Machst Bilder von mir, doch ich mag keine Fanarts wie du, denn viele feiern mich, doch keiner ist so fernart wie du. Du Spaß, verpiss dich, wenn du schon jeden Tag vor meiner Tür stehst, mach dich wenigstens als Fußmatte nützlich. Dein Lieblingsthema ist Lukas, so wie du aussiehst, bin ich der einzige Arzt, den du jemals besucht hast. Mace, du zerstörst nie beim Battle, Nintendo plant ein Remake von Dino, weil sie dich mit Kirby verwechseln. Wie soll sich ein Battle mit dir Huso gestalten? Du bist so nichts, sagen dich, aber die Seekers wie ein Duo gehalten. Raps am Mikrofon Schmutz ein. Wie kann man mit drei YouTube-Channels so profillos wie du sein? Eins für den Doktor, der das Okta gewinnt. Zwei für Schmutz, auf die er im Boxkampf eintritt. Drei für den Hörer, wenn dein Kopf dazu nickt. Und die vier für Mace, den ich komplett zerfick. Eure Splatter-Clips können mir den Schlaf nicht rauben. In meinem OP wird mir schwarz vor Augen. Werd ich Idioten zerfetzen. Du hast ohne Wasserkopf deine Cap. Könnt man selbst einer Melone aufsetzen. Durch Splatter-Clips kommt Freude bei dem Arzt auf. Zieh dir bei Bewusstsein die Wirbelsäule aus dem Arsch raus. Ich werd dir Glassplitter am Bauch schieben und dir so hart in die Eier treten, bis sie dir durch deine Nase wieder rausschießen. Mace, ich will dich im Sumo-Ring besiegen. Verschreibt dir mein Valium und werd ne ruhige Kugel schieben. Sag mir, wer das soundlos feiert. Willst das Rasier dir nen Bus baut, weil du in kein Auto reinpasst. In der Quali hast du damit Künstler bedroht. Auch selbst Guido Maria Kretschmer gibt dir Münsterverbot. Mach mal keinen auf Menschenfresser. Was ist das für ein Drecksbandana? Sowas habt ihr nie gesehen. Sowas tragen Hackenpanner. Im Nirvana findst du keinen Seelenfrieden. Denn ich werd dich beim Meditieren eliminieren. Bis zum dritten Mal auf dem Channel. Bleib mal gechillt. Du bist nicht Mace Windu. Nur weil dich im dritten Teil mein Seitenhieb killt. Eins für den Doktor, der das Okta gewinnt. Zwei Geschmacks, auf die er im Boxkampf eintritt. Drei für den Hörer, wenn dein Kopf dazu nickt. Und die vier für Mace, den ich komplett zerfick. Eure Splatter-Clips können mir den Schlaf nicht rauben. In meinem OP wird dir schwarz vor Augen. Werd ich Idioten zerfetzen. Du hast ohne Wasserkopf deine Cap. Könnt man selbst einer Melone aufsetzen. Strophe 3, Mace kommt ein Krankenbericht. Diagnose Adipositas, das nenn ich sick. Trinkst jeden Tag einen Gin, aber schaffst keine Diät. Wenn's so weitergeht, lebst du bestenfalls noch ein Jahrzehnt. Bist du lebensmüde? Ich drücke nicht mal auf die Tränendrüse. Nicht mal lange finde ich bei dir die ersten Krebsgeschwüre. Und bist du dadurch eines Tages verschwunden? Hat der Seeker seine Warner gefunden? Eins für den Doktor, der das Okta gewinnt. Zwei für Schmacks, auf die er im Boxkampf eintritt. Drei für den Hörer, wenn dein Kopf dazu nickt. Und die vier für Mace, den ich komplett zerfick. Eure Splatter-Clips können mir den Schlaf nicht rauben. In meinem OP wird dir schwarz vor Augen. Werd ich Idioten zerfetzen. Du hast ohne Wasserkopf deine Cap. Könnt man selbst einer Melone aufsetzen.